So Leute, und die letzte Kanalvorstellung für heute ist der Alexander. Der Alexander, der zockt auch ein bisschen, aber was hier gleich auffällt, der macht auch das gleiche wie ich, nämlich Reisen und Events. Und ich bin letztens bei ihm auch auf einer Facebook-Gruppe aufmerksam geworden, weil er da mal ein Video gepostet hat, beziehungsweise ja, ich glaube, war es mit Diashow oder so. Und irgendwann hat er dann gemerkt, hups, Reisevideos kommen gar nicht so übel an. Und da dachte ich mir, heia Junge, muss auch dabei bleiben. Weil gerade so Reisevideos und Ortsinfos, so wie ich das mache, egal in welcher Form, ist jetzt wohl noch so ein bisschen Nischenprodukt, weil klar, die meisten spielen oder machen irgendwelche Beauty-Sachen oder sonst wie. Aber ich denke, das wird sich auch mehr und mehr mit der Zeit durchsetzen, weil die Leute wollen halt nicht die ganze Zeit nur zu Hause rumsitzen, sondern die wollen halt bei schönem Wetter eben auch mal raus. Und wenn du dann Ortsinfos brauchst, dann ist doch wirklich schön, wenn du das in Form von Bildern anziehen kannst oder ein schönes Video. Und dann kannst du einfach viel besser ein Bild davon machen und kannst dementsprechend deinen Ausflug oder deine Reise planen. Und ja, jetzt sehen wir uns einfach mal genau das. Das hat mir auch ganz, ganz arg gefallen. Ja, unser Alexander. Also auf jeden Fall, ich finde es echt super, wie er das auch mit der Musik untermalt. Also schöne Bilder und dann Musik, wo echt Laune macht. Und so guckst du das halt echt gerne an. Ja, ich würde mich auch freuen, wenn ihr den Alexander unterstützt, weil ich finde es echt klasse, dass er sich da auch so ein bisschen rantraut. Und Alexander, falls du das Video siehst, bleib bitte an der Sache dran und es machen nur ganz wenige Kollegen. Ich habe auch bin ja auch in ein paar YouTube-Gruppen drin, wo nur Mädels drunter sind und da ist auch die ein oder andere dabei, wo Reisevideos macht, Urlaubsvideos und ja, so grenzt man sich eben einfach von den anderen ein bisschen ab. Wie gesagt, es ist eine Nische. Man kann am Anfang ein bisschen weniger Aufrufe haben, aber der Vorteil ist auf jeden Fall mal der, dass das etwas ist, wo nicht unbedingt jeder macht. Und es ist eine Sache, an der man sich einfach noch nicht satt gesehen hat. So wie an irgendwelchen Beauty-Schmink-Tutorials oder Games oder sonst irgendwas. Ja, auf jeden Fall weiter so.